Ihr Lieben, ich habe heute Post von easediy.com und ich zeige euch direkt mal, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar habe ich mir diese Sheets bestellt. Das sind wie von diesem doppelseitigen Klebeband. Die Folie, die da drauf ist, in Stücken. So. Weil ich liebe Flüssigkleber, aber die Folie, die da drauf ist, finde ich total doof. Die mache ich immer ab und tue dann Backpapier drauf, finde ich aber auch ein bisschen suboptimal und deswegen habe ich gedacht, nehme ich mir die mal hier. Wir gucken mal, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Die könnt ihr natürlich auch euch so schneiden, wie ihr die möchtet, kleiner oder ne, wie ihr das gerade mögt. Und ich finde es super, die könnt ihr immer wieder benutzen. Beim Wiederbenutzen würde ich dann einmal vielleicht so mit einem feuchten Lappen drüber, weil da sammelt sich ja doch ein bisschen Staub drauf. Und die will man ja nicht beim nächsten Bild drauf haben. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall ausgesucht, damit ich dann nicht immer das Backpapier benutzen muss. Und dann habe ich mir ein Kreuzstickbild ausgesucht. Ja, und zwar ein Halloween. Ist das nicht süß? 35 mal 35, 14 Count. Ich muss mich mal setzen. Ich dachte, ich mache es im Stehen, aber ich mache es doch im Sitzen. Okay, hier haben wir ein tolles Toolkit mit ganz vielen Nadeln in diesem süßen Puschel. Richtig cool. Und hier diese Einfädler finde ich auch echt super. Die mag ich gerne. Hier so noch so ein Fingerschutz, dann hier so ein Nahtauftrenner. Mit dem übrigens auch viele ihre durchsichtigen Folien am Bild durchschneiden. Und hier könnt ihr einen Faden aufwickeln. So eine Fadenkarte oder wie die heißen. Ja. Dann haben wir hier die Legende mit dem Bild. Ist die nicht süß? Ja. Hier haben wir auch die Legende von den Farben. Wir haben 32 Farben. Mit den 10 Nummern. Und die Symbole, die 10 Nummern. Wunderbar. Hier nebenan steht auch nochmal welche Farbe, also visuell. Und hier habt ihr halt nochmal das Bild, das gepixelte Bild, um nachzuschauen, falls ihr es auf dem Druck nicht erkennen könnt, welche Farbe, welches Symbol ist, was wohin muss. Finde ich super. Finde ich immer sehr gut. Außerdem habt ihr hier noch eine Anleitung, wie man Kreuzsticken macht. Übrigens ist das ja 14 Count. Da benutzt man 2 Fäden. Das zeige ich euch aber gleich noch. Erstmal schauen wir uns mal das Bild an. So, hier ist es nämlich nicht vorgedruckt, wie ihr seht. Also ich muss abzählen, wo was hinkommt. Habe ich noch nie gemacht. Werde ich aber schaffen, hoffe ich. Hier das, was drumherum ist, das Gedruckte, das geht nachher weg. Das könnt ihr wegwaschen, einweichen. Das ist nachher nicht mehr sichtbar. Der Stoff ist ein bisschen härter, der wird aber weicher mit der Zeit, je öfter ihr den in der Hand habt. Hier habt ihr auch nochmal die Legende und auch mit dem Vorschaubild. Süß, oder? Und dann schauen wir uns eben schnell die Fäden an.
wenn ich den Anfang finde. So, tolle Farben. Ich sehe es jetzt schon richtig toll. Na, hier ist der Anfang. Hier ist der Anfang. So, dann habt ihr nämlich hier die Farben auch direkt schon sortiert. Wo was, welche Farbe, welche Nummer ist. Und ja, schaut mal. Richtig toll. Und dann zeige ich euch eben mal, was ich meine mit zweifädrig oder zweifädig. Ihr habt ja eher mal hier den großen Faden und jeder Faden besteht nochmal aus 6 einzelnen Fäden. Die müsst ihr dann einmal hier so auseinanderdröseln und dann nehmt ihr bei 14 Count, nehmt ihr euch 2 Fäden raus und stickt dann damit. Ja, gefällt mir gut, freue ich mich schon drauf. Freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben auch noch viele weitere schöne Motive auch vorgedruckt, wo ihr dann auf dem vorgedruckten Motiv painten könnt. So, dann habe ich gedacht, ich suche mir mal was aus, was ich noch nicht hatte. Und zwar ist das ein Cappy. Falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Also bitte nicht wundern. Ich habe Halsschmerzen. Und der Hund bellt. Sorry. So, dann habt ihr hier ein ganz normales schwarzes Cappy. Und dann habt ihr hier in dem Tütchen, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Habt ihr das, was drauf kommt? Guckt mal. Klebt super. Der Druck ist auch ganz toll. Und ich merke schon hinten, weil ich hatte mich gefragt, wie man das jetzt dran macht. Hier hinten ist ein Klett. Das können wir gleich mal ausprobieren. Ich klebe es jetzt einfach mal krumm drauf. Ja. Also könnt ihr dann auch noch variieren, wie ihr das wollt. Gerade, schräg oder wie auch immer. Cool. Dann habt ihr ganz normales Toolkit. Und Strasssteine. Und ich sehe auch schon ein paar Sondersteine. Na, komm her. Haben wir Sondersteinchen. So tolle grüne. Dann haben wir auch, wie süß, die finde ich toll. Hier diese kleinen Tropfen und die kleinen Tropfen auch noch mal in Pink. Und dann haben wir hier auch noch mal, die sehen ja schön aus. Guckt mal. Die sind toll. In Gülden. So, das war noch. Ja. Okay, und dann haben wir jetzt noch Strasssteine. Sind jetzt nicht so viele Farben. Es ist ja ein kleines Motiv. Aber es sind tolle Farben. Da bin ich gespannt. Und kann ich mir gut vorstellen, so im Sommer, wenn die Sonne dann scheint, dass das super glitzern wird. Da freue ich mich schon drauf. Gibt es auch noch in ganz vielen verschiedenen Motiven. Und dann kommen wir zum letzten.
ein Bild. Ihr seht, es ist ein bisschen geknudelt. Oh, wartet mal, ich habe hier ein paar Flüsseln von der Käppi. So. Das ist aber nicht schlimm, weil es Flüssigkleber ist. Und ja, ihr habt ja gesehen, es wird ja in dieser Tüte verschickt. Und es wurde mit DHL geliefert. Ja, und wie die verschiedenen Firmen damit umgehen, die Lieferfirmen, muss ich euch ja nicht sagen. Es ist 40x50. Und ich glaube, es ist eckig. Ja, wir packen es mal aus. Wir haben ein Toolkit. Und wir haben, ja, eckige Steine, Leute, eckige Steine. Hier auf den Tüten stehen keine DMC-Nummern. Das kann ich euch schon sagen. Es sind Acrylsteine. Und auf den ersten Blick sehen die echt gut aus. Ja, ich erkenne jetzt keinen Müll oder so. Keine Nasen. Aber gut, das sieht man ja dann, wenn ihr die im Schiffchen habt. Aber jetzt zeige ich euch erstmal das Bild. Und zwar ist das hier die bunte Katze. Seht ihr das? Sie hat 21 Farben. Ich zeige euch mal das Vorschaubild. Diese Katze, die gibt es auch noch mit einem Schmetterling auf der Nase. Die ist jetzt ohne Schmetterling. Und ihr seht, es ist ein bisschen geknuddelt. Es ist aber nicht schlimm, wie gesagt, weil es eben Flüssigkleber ist. Ich mache es mal auf. Ne? Und hierfür sind auch dann die Paper Sheets ganz gut. Dann kann ich das nämlich austauschen. So, ich mache es mal kurz auf. Es klebt 1A. Ich zeige euch direkt mal den Druck, bevor ich die Folie wieder drauf mache. Ja. Wenn der nicht gestochen scharf ist, dann weiß ich es auch nicht. Sehr, sehr schön. So, dann machen wir die Folie da wieder drauf. Jetzt habe ich den Knick immer noch da drin in der Folie. Aber wie gesagt, gar kein Problem. Ich werde das austauschen mit den Paper Sheets. Und dann habe ich die Maläste mit der Folie nicht. Ja, und das ist halt der Vorteil von Flüssigkleber. Wenn es mal ein bisschen geknickt oder ne, ankommt, dann macht das dem Bild gar nichts aus. Da kann keine Luftblase entstehen. So, seht ihr? Also ich finde es richtig toll. Ich freue mich schon, das zu machen. Vor allen Dingen, weil es so schön bunt ist. Und ja, ich hoffe, euch haben die Sachen gefallen, die ich mir ausgesucht habe. Das ist ein kurzes Video, aber ist ja auch mal schön. Und alle Links zu den Sachen stelle ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne nachshoppen oder einfach mal stöbern gehen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Ich schicke euch ganz viel Liebe, ihr Süßen. Bis dann. Tschüss.